Ja, dann fange ich mal an. Ne? Es geht von der Hochschule der Bildenden Künste Saar, die nennt sich HBK, da geht es los in der Keplerstraße und dann fahre ich los von der Keplerstraße, halschig Richtung Norden, am Ludwigsplatz rüber, dann geht es rechts ab hier auf die Stengelstraße, auf die BN50, die kennt ja jeder, und da die Auffahrt A620 ab nach Mannheim, holsch ich Richtung Mannheim und fahre ich dann einfach die A6 holt und dann geht es weiter, Linkshalle auf die A620 schon nochmal, lese ich da gerade ab und dann kommt die weiter auf die A6 und bei Ausfahrt 16a, beim Dreieck Kaiserslautern, da halte ich dann einfach auf die Richtung Frankfurt am Main, auf Mainzer Richtung und fähle Stich da N. Dann geht es ab die Ausfahrt N20, Kreuz Main Süd, da bin ich schon 10 Minuten unterwegs in der Richtung. Auf die A60 Richtung Frankfurt am Main, Darmstadt geht es dann los und bei der Ausfahrt 30 links, schon nochmal links Halle und auf die A67 abbiege. Jo, und bei der Ausfahrt 1 Mönchhof Dreieck in A3 Richtung Würzburg, da fahre ich ca. 4 Minuten lang. Das sind 7,5 Kilometer, wenn du es genau wissen willst. Und bei der Ausfahrt 50 Richtung A5 fahre, das ist nur ganz kurz, das ist eine Minute. Und bei der Gabelung Linkshalle schildern, da folgst du einfach diese Hannover, lese ich da, Kassel und Dortmund A5 Folge und der A5, die holst du dann auch und dann geht es ab 310 Kilometer, und die lese ich da bisher. Mein lieber Schwan, das ist so richtig toll. Weiter auf die A7 und bei der Ausfahrt 86 Kirchheimer Dreieck in A4 Richtung Berlin, Dresden, Erfurt, Bad Hersfeld, da komme ich ja gar nicht mehr mit so richtig. Oh leck, da ist er, der bist du schon eine Stunde, 33 Minuten unterwegs. Lese ich. Und bei Ausfahrt 56a, dann geht es auf die Richtung A9 fahre, 400 Meter weiter und bei der Gabelung Linkshalle schildern, wie lese ich da die Schildern, Berlin, Halle, da geht es zu Saale, Leipzig sind wir schon in der Nähe, 1,0 Kilometer weiter geht es dann auf die A9, da bin ich jetzt drauf und da fährst du fast Stunden. Das muss man sich mal überlegen. Weiter auf die A10, nur da circa 6 Minuten lese ich da, geht es dann bei der Ausfahrt 16 Dreieck, Nutetal, wer soll das lesen, kenne, in A115 Richtung Berlin. Ich wusste gar nicht, dass mir so viel A's haben da. Berlin Zentrum, Berlin Zehledorf, Potsdam Zentrum, sicher ist, jetzt kommen wir schon ein bisschen näher an noch Berlin da ran. Und bei Ausfahrt 1 Dreieck Funkturm A. Wie lese ich da? In A100 Richtung Hamburg, Wedding, fädische dich N. Dann geht es weiter auf die Seestrauß. Und dort musche dich dann rechts Halle und abbiege auf die Müllerstraße, das geht so 4 Minuten und dann kommst du schon auf die Chausseestraße drauf und da bist du schon Mitte in Berlin drin. Dann geht's auf die Friedrichstraße, die kennt ja auch jeder, da biegst du links ab auf die Rudi-Dutschke-Straße, das, die hat ja früher Anasch gehießt, weiß ich noch genau. Und dann geht's immer weiter geradeaus, die Rudi-Dutschke-Straße geht in die Oranienstraße über, da fahrst du ungefähr einen Kilometer weit, halsch dich dann links und biegst in die Adalbertstraße ab und dann bist du schon am Quadrat.